Wir befinden uns hier am Stand des Lehrstuhls für Maschinenbauinformatik der Otto-von-Guericke-Universität. Neben mir steht Dr. Schabacker und er wird uns jetzt gleich mal einen kurzen Einblick darüber geben, was er hier auf der Hannover-Messe vorstellt. Ja, ich stelle hier mein Wirtschaftlichkeitsverfahren vor, BAPM, Benefit Asset Pricing Model. Dies dient dazu, Nutzen zu bewerten, und zwar für CAD-Systeme, Produktdatenmanagementsysteme, also alles, was im Product Lifecycle Management entsprechend vorkommt. Dieses Rüstzeug geben wir auch unseren Studenten in unseren Übungen mit, sodass die Studenten aus der Ingenieurssicht in der Lage sind, eigene Wirtschaftlichkeitsbewertung durchführen zu können. Denn wie Sie ja wissen, beim Controller, der hat leider keine Ahnung von der Produktentwicklung. Und deswegen müssen wir unsere eigenen Studenten darin hinbriefen, was man da entsprechend machen kann. Wie briefen Sie die? Mithilfe einer eigenen Vorlesung, BWL für Ingenieure. Und die findet wöchentlich statt, inklusive Übungen. Und Hauptthemen sind nicht nur die Nutzenbewertung, sondern auch ein paar Kostenaspekte, Produktlebenszykluskostenrechnungen, Innovationsmanagement und auch Risikomanagement. Kann das Verfahren auch noch weiter angewendet werden? Ja, es kann auch dahingehend angewendet werden, dass ich nicht nur Werkzeuge, also wie Systeme bewerte, sondern auch Methoden, die ich anwende, Produkte, die ich anwende, wie zum Beispiel ganz aktuell E10, Supersprit, ja, dass ich da sagen kann, also aus Kundensicht bringt das eigentlich gar nichts. Ja, das zerstört mehr die Umwelt, als es tatsächlich was bringt. Oder Stuttgart 21, dass ich halt entsprechende Prozesse darauf modelliere, wie mache ich so ein Bahnhofsprojekt überhaupt und so weiter.